Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch mal wieder ein Armband aus Loombands zeigen, und zwar dieses Blumenarmband. Für jede dieser kleinen Blumen braucht ihr 10 Loombands. Ich habe hier pinke und blaue benutzt. Für die Blütenblätter braucht ihr insgesamt 9 Gummis. Für das Innere, das blaue hier, 1. So setzt sich die 10 dann zusammen. Und ihr braucht die gleiche Anzahl an C- oder S-Clips, um die Blumen zu verbinden, wie ihr Blumen habt. Ich habe 7 Blumen gemacht, also habe ich auch 7 Clips gebraucht. Wenn ihr ein dünneres Handgelenk oder ein dickeres Handgelenk habt oder wenn ihr das Ganze irgendwie anders dekorieren möchtet, zum Beispiel als Girlande benutzen oder als Blumenkette, braucht ihr entsprechend mehr. Also ich habe für dieses Armband 70 Gummis und 70 Clips benutzt. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, und los geht's. Ihr braucht euren Monsterteil oder euer Loomboard. Ihr braucht die 6 Pins in der Mitte. Daher nehmt ihr dann auf dem Loomboard entsprechend auch 2 Reihen, die ihr parallel einstellt, und dann eben 6 Pins auf jeder Seite entsprechend 3 benutzt. Dann braucht ihr 9 pinke Gummis. Das werden die Blütenblätter. Ihr könnt natürlich auch andere Farben benutzen oder auch verschiedene Farben. Die Blütenblätter, die sich gegenüberliegen, haben dann entsprechend immer die gleichen Farben. Und ihr braucht ein weiteres Blumengummi, am besten in einer anderen Farbe, damit ihr gut die Übersicht behalten könnt. Ich benutze jetzt ein blaues. Und das gebe ich als erstes über alle 6 Pins in der Mitte. Dann nehme ich es von einem Pin ab und gebe es als X drumherum, also so, dass ich hier eine Kreuzung habe. Das mache ich erst in allen 4 Ecken. So. Und dann auch in der Mitte. Das geht so am einfachsten, erst die Ecken und dann die Mitte. Alles schön runterdrücken. Und dann nehme ich ein pinkes Gummi und gebe es diagonal auf. Von unten nach oben diagonal. Das ist egal, ob ihr von rechts nach links oder von links nach rechts anfangt. Dann kommt das nächste, was das Ganze kreuzt. Und ein drittes über die Mitte. Und den gleichen Durchlauf mache ich jetzt noch 2-mal. Das heißt, ich habe insgesamt 3 pinke Gummis aufgespannt auf jeder Position. Insgesamt also 9. Und habe über jedem blauen Gummi 3 liegen. 3 pinke. So. So sieht das Ganze von der Seite aus. Und so von vorne. Und so von der anderen Seite entsprechend. Dann lume ich als erstes blau ab. Einfach die untersten blauen nach oben rüberlegen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Blau liegt hier in der Mitte. Und ich hebe jetzt einfach alle pinken jeweils ab. Am besten reihum. So. Und ziehe das Ganze dann stramm. Immer an den gegenüberliegenden jeweils gleichzeitig ziehen, dass das Ganze schön in die Mitte rutscht. So, und dann ist mein 7. Blümchen auch fertig. Ich habe hier schon 6 fertige liegen, wie ihr bestimmt schon gesehen habt. Und ich habe hier auch meine 7 Clips liegen. Und jetzt werde ich das Armband zusammenbauen. Ich lege die dafür erstmal alle in eine Reihe,
dass ich sie nacheinander benutzen kann. Und ich starte mit einer Blume. So sieht die Oberseite der Blume aus, so die Rückseite. Das hier ist die Seite, die ich oben haben möchte. Deswegen drehe ich es einmal um, nehme die Unterseite. Ich benutze jetzt C-Clips. Ihr könnt selbstverständlich auch S-Clips benutzen. Ich gebe eine Seite in das allerunterste Gummi, was ihr hier seht. Dann nehme ich die nächste Blume, wieder die Rückseite und wieder das unterste Gummi suchen. Das ist dieses hier. Und ich hake das auch hier ein. Dann den nächsten Clip nehmen. In die andere Seite des Gummis haken und die nächste Blume. Hier wieder das unterste Gummi suchen und einhaken. Wieder einen C-Clip nehmen, in die andere Seite des untersten Gummis haken und das nächste Blümchen. Wieder die Unterseite nehmen, wieder das unterste Gummi suchen. Und einhaken. Und so mache ich das jetzt bis zum Ende durch. So, ich habe jetzt die 7 Blumen in einer Reihe. Und jetzt nehme ich die letzte Blume, gebe da auch den C-Clip rein und verbinde es mit dem Anfang. Hier darauf achten, auch das richtige Gummi zu nehmen. Dann kann es nämlich nicht passieren, dass sich die Gummis gegenseitig rausziehen, weil sich der Druck nämlich ausgleicht. So, alle Gummis sind verbunden. Das Ganze sieht so aus. Man könnte das Ganze auch länger machen und sich eine Blumenkette machen oder einen Blumenkranz oder ein Fußkettchen zum Beispiel oder eine Blumengirlande ganz lang und euer Zimmer damit dekorieren. Und getragen sieht das Ganze dann so aus. Und wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr es auch so niedlich und sommerlich findet wie ich, lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch mehr Lust auf Blumenanleitungen und auf ganz viel weiteres Do-it-yourself habt, schaut einfach mal bei uns im Kanal vorbei. Da findet ihr super viele Anleitungsvideos und vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbeizuschauen und uns vielleicht mal ein Bild von euren Do-it-yourself-Projekten zu schicken. Und ja, sonst bis zum nächsten Mal bei Do-it-yourself-Inspiration.